Ungefär die Hälfte oder ein bisschen mehr vom Neandertal-Genom läuft immer noch rum auf zwei Beinen, sozusagen. Ja. Ja, es gibt ja so ein Budget für Kunst am Bau, 1% oder so. Da habe ich mit ein bisschen Mühe überzeugt, dass ein Kletterwand ist Kunst. Das sieht schön aus. Sie konnten tatsächlich belegen, der Neandertaler ist nicht einfach nur ausgestorben, sondern wir sind seine Erben. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte das ein bisschen inoffizieller halten, also nicht alle, die schon alle genannt wurden, nochmal erwähnen, aber natürlich Svante Paabo, der hier mit mir sitzt, der Nobelpreisträger, mit dem ich für Sie ein Gespräch führe. Mein Name ist Sonja Castellan. Ich bin Ressortleiterin des Wissensressorts der Welt und Welt am Sonntag in Berlin. Heute hier in Dresden und es ist mir wirklich ein Vergnügen, mit Herrn Paabo für Sie zu sprechen. Ich bin Wissenschaftsjournalistin ungefähr so lange, wie dieses Institut in Leipzig existiert. Ich selbst bin Biologin, habe meine Diplomarbeit an einem Max-Planck-Institut tatsächlich getan und gefertigt in einem anderen Bereich und freue mich jetzt mit Ihnen über das schon erwähnte Erbgut des Neandertalers zu sprechen. Was unvorstellbar war Ende der 90er Jahre, dass das wirklich klappt, war es klar, aber 95 hat man immer noch damit gezweifelt. Und Herr Paabo, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Nobelpreis, den Sie letztes Jahr bekommen haben. Ich hatte frei, das ist der Horror eines Journalisten, ausgerechnet diese Art von Wissenschaft, die man über Jahrzehnte verfolgt, und ich weiß nicht, wie oft ich diesen Namen schon geschrieben habe, Neandertaler, und Svante Paabo auch und viele seiner Kollegen, und dann hat man frei und ist fern eines Laptops. Herr Paabo, lassen Sie uns heute noch mal ausführlich über Ihre Arbeit sprechen und auch gleichzeitig ein bisschen in der Geschichte zurückgehen. Wir sind hier in Dresden, feiern 30 Jahre Max-Planck-Gesellschaft in Dresden. Das Institut von Svante Paabo ist in Leipzig entstanden, 97 wurde angefangen. Und vielleicht gehen wir noch mal in der Geschichte. Ich habe extra die Biografie aus meinem Regal mitgenommen. Es hat das Kapitel Nummer 7. Ein neues Zuhause beginnt mit den Worten, im Leben geht es nicht immer geordnet zu. Und das ist der Anfang der Geschichte, wie Herr Paabo von München, wo er eine Professur hatte, nach Leipzig geholt wurde. Es war aber erstmal gar nicht Leipzig geplant. Vielleicht können Sie uns mal ganz kurz kriegen, was alles in der Diskussion stand. Ja, eigentlich ist die Max-Planck-Gesellschaft auf mich zugekommen und es gab eigentlich zwei Fragen im Raum. Eine war, traut man sich, ein Institut für Anthropologie zu gründen mit der furchtbaren Geschichte, die man in diesem Land hat? Und zweitens, wenn schon, dann war es ganz klar, dass es würde nicht in Sachsen passieren, sondern an der Ostsee, in Rostock. Was ja an der Ostsee liegt und auch nicht ganz in gewisser Weise auf der anderen Seite der Ostsee, da wo Sie auch auf der anderen Seite herkommen, aus Stockholm, in Stockholm geboren. Und doch lockte Sie aus Bayern nicht so sehr ans Ufer zu gehen. Aber mit Leipzig konnte man Sie dann doch gewinnen? Ich denke, es war eigentlich schon damals klar, denke ich, dass in den neuen Ländern würde Sachsen wahrscheinlich eine sehr zukunftsträchtige Standort sein. Man hatte die Tradition, die industrielle Tradition. Es gab eine Aufbruchsstimmung, es gab eine ganz fast an Größenwahn grenzende Aufbruchsstimmung manchmal, besonders in Leipzig, was ich sehr ansprechend fand. Und dann war es schon in den Vorgesprächen klar, dass Kai Simons würde nach Sachsen kommen. Und ein Traum von mir war damals eigentlich, dass wir diese beiden Großinstitute nebeneinander bauen würden. Entweder in Leipzig oder Dresden. Das war dann politisch unmöglich, leider. Erst jetzt kommt man mir dazu zu sagen, wir sollen Max-Planck-Campus aufbauen. Damals war es sozusagen so sehr schwierig, die zusammenzuführen. Aber es war eigentlich ganz toll. Und es war natürlich eine einmalige Chance im Leben, ein neues Institut so mitzubegründen. Ich
man muss auch dazu sagen, Leipzig, viele meiner Kollegen kommen aus Leipzig, schwärmen immer von dieser Stadt, die ich tatsächlich auch nur als Durchreisende vor allem kenne, für die Offenheit. Es ist eine Messestadt, hat eine alte Tradition, hat eine der ältesten Universitäten und gleichzeitig auch ein Zoo. Ich habe auch gelernt, dass der Zoo durchaus auch eine wichtige Rolle spielte für das Institut. Ja, eine tolle Standortfaktor war, dass das Zoo war sehr aufgeschlossen, dafür mit uns zusammenzuarbeiten, Mike Tomasellos Abteilung und die vergleichende Psychologie, wenn man es so nennen kann, zwischen Menschen und Menschenaffen. Soweit es geht, dieselbe Experimente mit menschlichen Kindern und Affenkindern durchführen und hat dann das Pongoland in Leipzig so aufbauen können mit Hilfe Max-Planck-Ressourcen. Und das war so der Startschuss für die Entwicklung des Zoos in Leipzig, der jetzt eine von den besten Zoos in Europa ist. Sie haben die Geschichte auch angesprochen. Vielleicht gehen wir auch einmal nochmal zurück zur Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, die ein Institut für Anthropologie hatte. Und Sie haben aber auch als Schwede gesagt, als Ausländer, können Sie vielleicht da noch mehr sagen, wir sollten in Deutschland das nicht, nicht vermeiden, sondern doch einen neuen Weg finden, uns auf diesem Gebiet, auf dem modernen Gebiet der Anthropologie, überhaupt zu bewegen. Können Sie vielleicht noch mal erklären, was Ihre Idee war, das Besondere, warum wir und wie wir Anthropologie doch wieder in die Hand nehmen? Also es gab eine Kommission an der Max-Planck-Gesellschaft, wo man sozusagen sich überlegt hat, würde man so eine Neugründung sich trauen. Ich war nicht Mitglied der Kommission, aber ich durfte da vortragen. Und natürlich hatte man viele Ängste. Man sagt, das heißt, jetzt machen die wieder Rassenbiologie da in der Max-Planck-Gesellschaft, so wie vor dem Krieg. Und das war vielleicht ein bisschen einfacher als Nicht-Deutscher an den Punkt zu sagen, wir müssen von der Geschichte lernen und nicht vergessen natürlich, aber wir sollen uns auch nicht von was passiert ist damals uns verbieten lassen, in vielversprechende Richtungen zu gehen. Und dann war dann die Idee, dass wenn wir jetzt Anthropologie wieder machen, dann auf eine neue Art und Weise, und zwar sogar eine Art Vorteil, keine festgefahrenen Strukturen zu haben. Und man könnte eigentlich neu darüber nachdenken. Und was so kam als Idee, war zu sagen, lass uns daran forschen, was den Menschen einzigartig macht. Im Vergleich zu unseren nächsten lebenden Verwandten, den Menschenaffen, im Vergleich zu unseren nächsten ausgestorbenen Verwandten, die Neandertaler. Und dann das machen, nicht anhand nur einer Ansatz, wissenschaftlicher Ansatz, sondern unabhängig davon, ob wir das jetzt Naturwissenschaften nennen oder Geisteswissenschaften. Solange wir empirisch arbeiten, solange wir Daten sammeln, dann kann sogar ich mit einem Linguisten oder einem Psychologen reden, wenn ich nur verstehe, was er eben für Daten, was für Fragen haben. Das klingt jetzt so einfach, sowas aufzubauen. Es war aber gar nicht so einfach und trotzdem ist es was Großartiges, sowas aufzubauen, wenn man alles selber gestalten kann. Unglaublicherweise gibt es für mich eine Sauna in diesem Institut und eine Kletterwand, die auch auf Ihren besonderen Wunsch entstanden ist. Ja, es gibt ja so ein Budget für Kunst am Bau, 1% oder so. Da habe ich mit ein bisschen Mühe den überzeugt, dass eine Kletterwand ist Kunst. Es sieht schön aus. Haben Sie mich besonders wenn Leute drauf klettern. Da ich überhaupt nicht klettern kann, aber ich glaube, Sie schon. Für mich wäre es wirklich Kunst am Bau. Nur hübsch. Ich habe mir das schon mal angeguckt, nicht geklettert, aber ich war schon in Leipzig für verschiedene Gespräche immer mal wieder über die Jahre hinweg. Und ich meine, Sie haben 97 etwas geschafft, was man wirklich tatsächlich kaum für möglich hielt. Sie haben ein kleines bisschen DNA analysiert und herausgeholt aus dem unglaublichen Knochen, dem namensgebenden Knochen für den Neandertaler, also der Prototyp, das Typenexemplar. Das muss man sich erstmal vorstellen, wenn man weiß, wie sehr Archäologen diese Knochen kämpfen, wie sie suchen müssen, ohne dass sie ja wissen, dass irgendwas liegt. Und plötzlich findet man 1896 ein Stückchen Schädel, noch ein paar andere Knochen und hat es übrigens erstmal einen Kosaken zugeordnet. Auch Virchow lag falsch, auch Virchow hat erstmal gesagt,
war nichts, also, ja, irgendwie schon besonders, aber ein rachistischer Kosake, was völlig falsch war. Und dann kommen sie daher und natürlich wurde man vorher schon klar, weil das die Merkmale, die Archäologen erkennen und Anthropologen an den Knochen herauslesen können, durch reine Beobachtung messen, sagen, das ist ein Neandertaler und sie gehen her und sägen ihn an. Haben Sie sehr viel Überzeugungsarbeit leisten müssen? Doch, es hat die Überzeugungsarbeit gefordert. Aber natürlich sozusagen Schritt für Schritt. Wir konnten zeigen, dass man anhand von Höhlenbärknochen, die zur selben Zeit stammen und so weiter, konnten wir bärenähnliche DNA-Sequenzen gewinnen und so weiter. Aber hat schon Überzeugungsarbeit gefordert. Damals haben wir auch viel mehr Material benötigt als jetzt. Jetzt können wir Milligrammmengen von Knochen, viel weniger als was man für eine Kohlenstoffdatierung oder so braucht. Also sprich die Datierung, die man braucht, um wirklich irgendwie sagen zu können, das ist wirklich alt oder ein Kosake. Aber jetzt hat man Milligramm. Sie haben 97 auch tatsächlich die große Veröffentlichung. Also 97, nee, 95 war das. Ich bin immer so schlecht bezahlt. Die große, doch, 97, die Veröffentlichung in Nature zum Neandertal war 97. Das war ein Cell, aber ja. Das Mitochondrium. Die erste Mitochondriosequenz. Genau. Was sensationell ist, vor allem wenn man, wie Sie ja inzwischen selber sagen, weiß, dass das Große, was sie immer gehofft haben, was auch das ganze Feld ein bisschen begründet hat, war die Mumien-DNA, mit der sie gearbeitet haben. Mumien gibt es deutlich mehr als Knochen, aber die stellte sich gar nicht so sicher inzwischen heraus, als das, was sie mal glaubten. Nee, 85. Ja, das ist so ein bisschen lustig. Das erste Ergebnis in diesem Feld ist eigentlich da, diese Paper in Nature von 85, wo ich dann mikroskopisch zeigte, dass es gab Zellkerne da und wo man auch DNA einfärben konnte. Und dann habe ich DNA-Sequenzen kloniert und sequenziert. Die waren menschlich und es war ganz toll, haben das veröffentlicht. Und dann wurde es eigentlich klar über den nächsten Jahren, dass die waren auf keinen Fall stammten gar nicht von der Mumie, weil die waren ziemlich lang und gut erhalten. Die stammten ganz sicher von mir oder irgendeinem Museumskurator oder Archäologen oder so. Ich finde, aber zum Glück hat es da nicht aufgehört. Das ist das, muss man denken. Mit einem kleinen Irrtum, ein großer Irrtum, es war eine sehr, sehr berühmte Publikation. Und da passt ein Zitat eines Kollegen, Ian Tattersall, sehr gut, der meinte mal zu mir in einem anderen Zusammenhang dazu, das Schöne an der Wissenschaft sei, selbst wenn man nicht recht hat, kann man sehr viel Großes leisten für sein Feld, weil die anderen alle da versuchen, dann das zu widerlegen. Das heißt, man spornt an. Sie wurden aber nicht widerlegt, sondern sie haben sich in gewisser Weise selbst widerlegt und übertroffen. Es ist besser, wenn man sich selbst widerlegt, als wenn andere es machen. Ja. Sie haben also sich selbst widerlegt und übertroffen. Sie haben nicht nur das bisschen Mitochondrien-DNA, sie haben 2010 das mit Genom plötzlich uns ja in gewisser Weise fasziniert. Das große Neandertaler-Genom, was niemals vorstellbar war. Und sie haben auch eine These widerlegen können, das ist ein alter Streit. Also man muss sich so vorstellen, man guckt auf Knochen und ich war oft bei Konferenzen und immer wieder stritten sich verschiedene Parteien der Archäologen, ob sich Mensch, Homo sapiens und Neandertaler mischten. Und kann man sich vorstellen, aber die Frage ist natürlich nur, haben sie sich irgendwie bei uns bemerkbar gemacht? Sind sie, außer dass sie vielleicht ein bisschen Spaß miteinander hatten, mehr oder weniger, sich irgendwie gezeigt? Aber sie konnten tatsächlich belegen, der Neandertaler ist nicht einfach nur ausgestorben, sondern wir sind seine Erben. Ja, so man hat sozusagen dann, wenn wir das Neandertal-Genom verglichen haben mit jetzt lebenden Menschen, finden wir dann ziemlich lange Bereiche, die sehr ähnlich oder identisch sind zu den Neandertalern. Und man kann auch diese Mischung dann Pi mal Daumen datieren, zu 50.000 Jahre her, anhand von den Längen von diesen Fragmenten. So, wenn man so will, sind die Neandertaler nicht vollständig ausgestorben. Die leben dann weiter in vielen von uns. Wenn unsere genetischen Wurzeln außerhalb Afrika sind, tragen wir alle
1 oder 2% vom Neandertal-DNA in uns. Und wenn man von Mensch zu Mensch springt und sieht, kann man dann zusammenpuzzeln, weil wir unterschiedliche Teile tragen, dass ungefähr die Hälfte oder ein bisschen mehr vom Neandertal-Genom läuft immer noch rum auf zwei Beine, sozusagen. Ja. Aber erzählen Sie uns doch noch ein bisschen, das ist ja nicht nur der Neandertaler, Sie haben ja noch was ganz anderes entdeckt, womit wir gar nicht gerechnet haben. Ja, wir arbeiten dann zusammen mit Archäologen in der ganzen Welt, auch in Russland damals. Und da gibt es diese Denisova-Höhle in Südsibirien, an der Grenze zur Mongolei, und wo die ein kleines Fingerknochen gefunden haben. Und das lag eigentlich über ein Jahr bei uns rum im Labor, weil es war so klein, und ich dachte, das ist vielleicht ein Neandertaler, vielleicht ein moderner Mensch. Dann haben wir uns angeschaut, war sehr gut erhalten, die DNA, wir konnten ein ganzes Genom sequenzieren und waren sehr überrascht, dass es war weder ein moderner Mensch noch ein Neandertaler, sondern etwas, wie weit zurück ging zu einer gemeinsamen Vorfahrerin, geteilt mit den Neandertalern, so 400.000 Jahre oder so. So war quasi eine neue, ausgestorbene Menschenform, die wir nur anhand von dieser Genomsequenz kannten. Ein kleiner Fingerstückchen war es. Ja. So haben wir dann den Denisova-Mensch genannt, nach dieser Höhle, der Denisova-Höhle in Russland, genauso wie den Neandertaler nach der ersten Fundstätte so benannt wird. Und das sind so, wenn Sie wollen, die asiatischen Neandertaler. Die haben auch beigetragen, aber nur in Asien, überall in Asien eigentlich und besonders viel in Ozeanien. Sie haben aber auch inzwischen, gehen Sie ja noch tiefer, Sie gucken sich jetzt ja einzelne Gene an, und auch während der Corona-Pandemie konnten Sie feststellen, es gibt dieses Erbe, was teilweise vom Neandertaler, aber von Denisova war, das ist ja nicht einfach nur aufgekommen. Sie legen ja nicht nur die Genome vor, sondern Sie schauen sich auch immer noch einzelne Genabschnitte an. Können Sie auch sagen, was das bedeutet für uns, wenn wir ein Stückchen Neandertaler haben? Also die Neandertaler haben dann genetische Varianten zu uns beigetragen. Varianten, die entstanden sind in den Neandertalern über eine halbe Million Jahre oder so. Und wo die Neandertaler sich sicher auch angepasst haben zu ihren Umwelt damals. Und viele von uns tragen solche Varianten heutzutage, und die haben dann auch Auswirkungen manchmal. Und wenn die Umwelt sich plötzlich ändert, kann auch die Auswirkungen sich verändern. So, es kam die Pandemie, und einige Leute in unserem Labor hatten eine kleine Rolle in ein internationales Konsortium, wo man gesucht hat nach genetischen Hintergründen dafür, dass gewisse Leute sehr krank wurden und andere fast keine Symptome hatten. Wir kannten ja Sachen wie sozusagen Alter, männliches Geschlecht, Diabetes und so weiter, aber das alles reichte nicht aus, um zu erklären, wieso manche Leute sehr krank werden und andere nicht. Und da stellt sich fest, dass es gab einen großen Risikofaktor auf Chromosom 3, und wir fielen fast von den Stühlen, wenn wir uns das dann angeschaut haben, weil da war ein Bereich, der von Neandertaler kommt, die zu diesem Risiko herbeiführt. Also ein schlechtes Erbe. Ein schlechtes Erbe, ja, auf jeden Fall. Diese Varianten, wenn man es trägt, verdoppelt ungefähr das Risiko, auf der Intensivstation zu landen oder sogar zu sterben, wenn man angesteckt wird. So, das war natürlich sehr interessant. Leider ist dieses Stück von DNA sehr komplex. Es gibt mehrere Gene da und viele Varianten, die Expression von Genen beeinflusst. So, wir und andere forschen sehr intensiv danach, um das zu verstehen funktionell. Und bis jetzt ist es noch sehr unklar. Aber wir könnten dann ausrechnen, anhand von der Häufigkeit von dieser Neandertal-Variante, ungefähr 16% von Menschen in Europa sind Träger, 50% in Südasien. Das ist viel. Ja, aber keine in Ostasien. Es ist null da. Man kann sozusagen dann ausrechnen, ungefähr wie viele extra Tote hatten wir in der Pandemie aufgrund von dieser Neandertal-Erbe, und mindestens 1 Million Leute extra, die verstorben sind. Man soll nicht über sowas scherzen, aber es ist eine Art späte Rache der Neandertaler, wenn man so will.
obwohl ja immer noch diskutiert wird, welche Schuld der Homo sapiens trägt. Mhm. Also, dass sie sich getroffen haben, sind wir lebende Beweise, indem wir noch Gene tragen. Aber wir haben sie vielleicht nicht unbedingt ermordet, sondern die Umwelteinflüsse hatten auch damals einen großen Ding. Aber Sie haben gerade erwähnt, dass Sie die Funktionen auch untersuchen. Sie schauen sich also an, was mit den Genen passiert, was einzelne Gene tun. Ja, eine Sache, das uns besonders interessiert, jetzt haben wir hochqualitative Genomsequenzen von unseren nächsten ausgestorbenen Verwandten, von denen wir uns getrennt haben vor einer halben Million Jahren. Und es ist da sehr auffällig, finde ich, wie der moderne Mensch sich verhält im Vergleich mit diesen anderen Formen. Die waren wahrscheinlich nie mehr als ein paar 300.000 Individuen zur selben Zeit. Mit dem modernen Mensch werden wir dann sehr zahlreich. Wir fangen an, uns zu verbreiten über die ganze Welt. Wir überqueren zum ersten Mal Wässer, Ozeanen, wo wir nicht Land auf der anderen Seite sieht. Und die Technologie fängt an, sich schnell zu verändern und so weiter. Also irgendwie funktionieren wir anders. Entweder in wie schlau wir sind oder sozial vielleicht, wie wir größere Gesellschaften bilden und dafür mehr Innovation haben. Oder sowas. Oder Neugier. Ja, irgendwie sowas. Oder Größenwahn, ich weiß nicht. aber wir können jetzt einen Katalog machen an allen genetischen Veränderungen, die fast alle Menschen heutzutage tragen, das nicht bei den Neandertalern, denn nicht so eins vorhanden war. Und dein Traum ist dann, ein bisschen davon zu verstehen, was macht den Mensch einzigartig aus genetischer oder biologischer Sicht. Und Sie arbeiten zusammen mit einem Institut in Dresden. Eben, ja, also sind wir dann besonders interessiert an Sachen, die mit Gehirnentwicklung oder Genfunktion zu haben. So, das ist so ein Beispiel, wo wir arbeiten zusammen mit Wieland Huttners Gruppe hier in Dresden am Max-Planck-Institut für Zellbiologie und Genetik. Es wäre ein super Beispiel, wie toll es gewesen wäre, wenn Institute nebeneinander gelegen hätten. Aber wir fahren dann zwischen Leipzig und Dresden und haben einige Veränderungen zusammengefunden, die dazu führen, dass man mehr Neuronen früh bei der Gehirnentwicklung erzeugt und dass vielleicht auf die Aufteilung von den Chromosomen genauer ist. Was für Auswirkungen. Bei Homo sapiens oder beim Neandertaler? Bei Homo sapiens, ja. Bei modernen Menschen. Was das für Auswirkungen wirklich hat in den erwachsenen Menschen, wissen wir noch nicht. Aber da sind wir dann dran in den nächsten Jahren. Sie machen das im Moment in einer Petrischale oder? Eben, so da ist dann ein Weg, das zu machen, ist menschliche Stammzellen mit CRISPR-Cas9, mit dieser Genschere zu verändern, zurück zu dem ancestralen, neandertalähnlichen Zustand. Dann kann man von diesen Stammzellen kleine Gehirnorganoide machen, kleine Bälle im Gewebekultur, die dann die frühen Schritte in der Gehirnentwicklung durchmachen, was man dann studieren kann. Und so studieren Sie, was uns zum Menschen macht und uns irgendwie anders als den Neandertaler. Ja, ja. Ich glaube, wir sind durch mit unserer Zeit leider und Sie wissen gar nicht, wie viele Fragen ich theoretisch hier noch aufgeschrieben habe. Aber gratulieren Sie mir nochmal und danken Sie, weil Sie hatten Svante Pebo.